So, damit der Einführungston. Die Stimmbänder sind geölt oder auch nicht. So. Ich habe mir extra auf einen Zettel geschrieben. Kurz mal am Rande, wir sind in der Folge 4. Moment, ich zitiere. Wichtig, Ausrufezeichen. Tamerlan Ding Dong in Heroes of the Storm Folgen integrieren. Okay. Tamerlan. Ne? So. Die Alten von euch. Die Alten. Die schon länger dabei sind, die kennen's. Ansonsten an die Neuen. Tamerlan, ne? Ding Dong. So. Wenn ihr dabei bleibt, vielleicht kläre ich euch irgendwann auf. Vielleicht auch nicht. Gut, genug Schwachsinn gequatscht. Wir sind in Heroes of the Storm. Und zwar mit mir, dem Lean. In der Folge Nummer 4. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das manchmal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Insbesondere nach so anstrengenden Tagen, dann ist man manchmal so ein bisschen albern, weißt du? Dann hat man einfach mal Bock, so richtig, richtig albern zu sein. Und manchmal hat man halt keinen Bock drauf. Heute ist wieder so ein alberner Tag, zumindest momentan. Wie gesagt, Folge 4. Es ist schon super lange her, als ich das letzte Mal Heroes of the Storm gespielt habe. Das war mit dem Phallus zusammen. Und die Folge habt ihr vermutlich gestern gesehen. Und das ist schon, davon bekommt ihr ja zum Glück nichts mit, aber das ist schon ein bisschen her, denn wie ihr seht, habe ich nur noch 6 Tage lang Stimpack. Das ist natürlich doof. Habe ich total verstreichen lassen hier, mein schönes Stimpack. Aber was soll's. Gucken wir erstmal. Ja, okay, Rotationshelden sind noch die gleichen, wenn ich das richtig sehe. Nee, sind andere. Okay. Da müssen wir jetzt überlegen. Mit dem Rainer haben wir in den ersten Folgen. Lilly haben wir mit dem Phallus zusammen gemacht. Und den Tyrael auch. Das ist auf jeden Fall nice. Da kann man gar nicht schmeckern, ne? Jetzt bin ich am Überlegen, Leute. Was machen wir als nächstes? Wie fahren wir fort? Ist auf jeden Fall klar. Hatte ich auch schon angekündigt. Ich möchte alle Helden erstmal auf Stufe 5 machen. Soweit für das Bonusgold. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich kann ja mal kurz zeigen. Hier ist mein Profil, Fortschritt, ne? Ja, The Dudes, Spielüberblick. Ja, da war mit dem Phallus immer so ein bisschen so ein Hin und Her, ohne da großartig spoilern zu wollen. Statistik und The Portraits. Ja, Beta habe ich ja noch meinen alten Account gespielt, von daher. Okay, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war das hier. Und zwar Stufe 5 gibt es immer 500 Gold und das sollte man mitnehmen. Jetzt nur noch mal ganz kurz für die jetzt erst dabei sind bei der Videoserie. So, und ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, welchen Helden ich als nächstes wähle. Ich glaube, ich nehme den kleinen Zwerg hier. Den habe ich nämlich auch schon mal gespielt mit meinem alten Account. Auch nur bis Stufe 5, glaube ich, oder noch nicht mal. Weiß ich gar nicht. Und dann melden wir uns mal alleine für die Schnellsuche an. Normalerweise ist es natürlich besser, wenn man Mate dabei hat, aber... Das ist ja eigentlich Lean alleine in Heroes of the Storm, ne? Das ist ja nicht Lean und wer anders. Aber mal gucken. Das häufiger wird ja schon noch ein anderer dabei sein. Zumindest in der Gruppe. Und mittlerweile hat sich auch ein bisschen Gold angesammelt. Aber das sammeln wir noch ein bisschen weiter. Bis dass ich da eine schöne Verwendung für habe. Ich glaube, dafür machen wir erstmal die ganzen Helden auf 5. Und dann können wir schön in Ruhe überlegen, was wir da holen. Auf jeden Fall, Valla ist Pflicht. Ich glaube, Valla habe ich noch nicht. Und in meinem alten Account mochte ich Valla sehr, sehr gerne. Kerrigan ist Pflicht. Die werde ich mir auf jeden Fall holen. Sylvanas werde ich mir wahrscheinlich auch holen. Das sind so die ersten, die ich mir holen werde wahrscheinlich. Ah, wer weiß. Gucken wir mal. So. Verfluchtes Tal in der Folge 4, wie gesagt. Ja, da müssen wir auf jeden Fall Tribute einsammeln, ne? Ist klar. Ich meine, wen es interessiert und oder wer es noch nicht weiß, kann das natürlich hier immer lesen. Auf dem Ladescreen bietet sich an.
Und ansonsten, ja, was gibt's auf der Karte zu bedenken? Also da ist es echt wichtig, dass man das auch macht, die Tribute einsammeln. Und da kommt's meiner Meinung nach vor allem drauf an, dass man als Team geschlossen und vor allem geschlossen und möglichst gleichzeitig an dem Tribut ankommt. Ich meine, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt immer Strategien, dass vier Leute pushen und Moment. Es gibt immer Strategien, wo vier Leute pushen und einer sammelt das Tribut oder so ein Käse, ja. Aber im Prinzip ist es so, dass alle fünf möglichst gemeinsam zum Tribut laufen sollten, wenn es spawnt. Und nicht einzeln, weil wenn man da nacheinander hinrennt, das gegnerische Team farmt einen ab und kriegt dann das Tribut und dann hat man doppelt verloren. Dann kann man das Tribut lieber ignorieren, als nacheinander hinzulaufen. Ist, glaube ich, klar, ne? So, das Spiel geht los. Wir haben hier Jaina, Reyna, Diablo und Illidan auf meiner Seite. Ich bin Muradin und wir spielen gegen Jaina, Valar, Sylvanas, Tychus, Reyna. Okay, das wird auf jeden Fall ein bisschen tough. Schauen wir mal. Wir sind hier mit Jaina zusammen auf der Lane. Ich wollte jetzt eigentlich nur ein bisschen ablenken, damit Jaina hier abhauen kann. Aber irgendwie sieht das so aus, als wird er gleich sterben. Der geht noch nicht mal zum Brunnen. Das ist natürlich hart bitter. Ja, er geht nicht weg, ne? Komm, ich habe ihn betäubt. Hau ab! Boah, das war richtig knapp, Leute. Das war richtig knapp. Habt ihr das gesehen? Da habe ich noch fast Jaina kritisiert und selber den Löffel abgegeben. Das wäre ja ultra peinlich gewesen. Ja gut, hier auf der Top-Lane sieht auf jeden Fall nicht so aus, als könnten wir da großartig was reißen. Ich finde es aber gut, dass wir auf jeder Lane einen haben. Mit Midlane ist jetzt der Reyna gestorben, aber im Prinzip haben wir auf jeder Lane ein bisschen Action. Hat natürlich auch noch nicht alle Skills mit dem Muradin, ne? Was auch ziemlich blöd ist. Weil gerade Muradin hier zeichnet sich aus durch genau, das hier finde ich ganz gut. Dass das den Schaden dauerhaft erhöht, das habe ich sonst immer geskillt mit dem, glaube ich. Na gut, man kann natürlich auch nicht alles haben. Treffer. Ein Talent! Erhöht den Schaden gegen Gebäude und die vernichtete Munition, erhöht Heilung. Na komm, machen wir einfach mal das. Bisschen blöd, aber... Okay, Tribut ist direkt hier. Ich ping mal für die Mates. Einmal, ne? Don't go crazy with pings. Das ist Regel Nummer 1, ne? Gibt nichts Schlimmeres wie Ping-Gespamme. Oh, betäubt. Komm schon, Jaina, komm. Ja, schön. Schön loben. The guys. Jaina, komm back. Ich frag mich nur, wo unsere Mates bleiben, ne? Einmal zum Brunnen gehen. So, und jetzt gehe ich nochmal neu hin. Ah! Ich hätte Valar fast gekriegt, ne? Ah, Jaina blockt mich! Oh Gott. Schade. Ah, ich hätte Valar fast gekriegt und gegnerische Jaina ist auch fast down. Das ist ja ärgerlich. Ja, und jetzt kommen die Mates mal auf die Idee hochzukommen, ne? Das ist schade. Wirklich schade. Ja, komm. Dafür kriegen wir... Ja, komm. Das schaffst du, das... Na, genau, besser safe.
Schon wieder ein Gepinge ohne Ende hier. Ein Mega-Gepinge, kann man sagen. Ah, erwischt. Nein! Das darf nicht wahr sein, ne? So, aber wir haben es gekriegt. Was habe ich denn jetzt überhaupt geskillt? Ja, ist eigentlich relativ egal gerade. Alles nicht so cool. Komm, ist im Stun, Mann! Oh, und er pennt, ey. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt, ja, jetzt hätte sich besser zurückgezogen, Kollege. Ja, Illidan ist super. Ihr blutet. Sucht einen Heilbrunnen auf. So, machen wir einen guten Job raus. Leute schön motivieren. Oh, gestunt schon wieder, aber es reicht leider nicht. Der kommt weg. Oh, dann schauen wir mal weiter. Ah, das ist auf jeden Fall nicht immer perfekt. Tribut unten. Einmal pingen, wie gesagt. Nicht übertreiben. Gucken wir mal hier. Rainer auf dem Weg, den können wir nochmal mitnehmen. Ne? Den können wir schön nochmal abholen hier. Finde ich auch fast wichtiger. Ja, Sylvanas, Rainer hier. Ah, okay, die lassen mich hier alleine, die Mates. Ja, okay. Das ist schon besser. Ah, so geht's natürlich auch. Tribut. Jaina. Hopp, gestunt und abgeholt. Sehr schön. Also mit dem Illidan hier kann man arbeiten. Schönen Gruß an Guara oder wie er heißt. Tribute haben wir auch gelootet. Wunderbar. So, hier unten. Der will irgendwie abhauen hier. Nicht mit mir, Jungs. Nicht mit mir. Enemy Walla will mich haben, ganz klar. Aber ich sehe zu, dass ich... Ach, Mist. Ja, immerhin, ich habe vorher noch den Taikis mitgenommen. Schauen wir mal. 5 zu 2. 5 Kills, 2 Tode. Heldenschaden finde ich krass, dass ich als Tank relativ weit oben mitspiele. Ne? Normalerweise müsste ich da doch eigentlich weiter unten sein. Zumal ich auch die perfekten Skills noch gar nicht hab für den Muradin. Naja. Wollen wir sehen, wer diesen Tribut wahrscheinlich wieder oben. Jo, da pingen wir einmal hin. Mal, was ist hier los? Was ist da gebacken? Ja, die Geist sollten auf jeden Fall mal hoch zu mir kommen jetzt. Da habe ich nämlich nicht so Bock drauf, dass das hier, dass ich hier jetzt gleich die Klatsche kriege. So. Da wird doch ein Schuh draus. Beide betäubt hier. Beide sind betäubt. Okay. Ultimate und weg. Diablo wird sterben. Da kann man nicht viel gegen machen. Versuch nochmal wegzuspringen hier. Ah. Ah. Ne. Die kriegen mich zu dritt. Ich hatte auch einen Slow drauf. Hm. 5-3. Illidan ist echt gut. Der hat schöne Plays gemacht hier bisher. Level 12 gegen Level 12. 8. Minute ist eigentlich soweit solide. Wir haben einmal hier die Tributdinger aktiviert. Ist schon okay. Kann man nicht meckern. Ich gehe wieder Top Lane. Ah, die Gegner holen jetzt so ein bisschen auf, was Level angeht. Finde ich ehrlich gesagt komisch, weil normalerweise ist das so die Phase, wo man selber nochmal ein bisschen Gas geben kann. Mit XP. Naja. Gestunt. Aber außer Spesen... Na komm. Hat doch geklappt. Rainer auch nicht übel.
Halt den selbst für den Gegner in der Nacht. Ja, ich mach mal hier diesen Aura-Schaden. Vielleicht auch nicht schlecht jetzt, ne? Mit den ganzen Möpsen hier. Kann man nämlich schön hier Gebäude fokussen. Oh, Tyke ist down. Rainer down. Rainer wissen wir ja. So, dann gucken wir mal weiter. Auf der Map soweit sieht es ganz gut aus. Unsere Kollegen, die klatschen sich hier in der Midlane. Das ist gut. Und ich bin hier mit dem Rainer zusammen. Top immer noch. Ah, da habe ich mal verfehlt. Mal darf das ruhig passieren. So, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir noch. Ah! Auch hier, auch Söldner geholt, The Mates. Na gut. An der Stelle. Oh, oh, jetzt müssen wir back hier. Jetzt müssen wir back. Oh. Oh, gestunt, aber ich komme trotzdem nicht weg. Sylvanas läuft zu schnell und ich bin schon wieder geslowt. Ja, das ist ein bisschen das Blöde bei dem Zwerg. Man hat nicht so wirklich die Chance, wegzukommen. Aber vielleicht konnte ich sie lang genug beschäftigen, dass jetzt das Tribut von uns eingenommen werden kann. Ah, nee, nee, das war blöd. Sprung betäubt, betroffene Gegner, die Reichweite vergrößert. Ja, betäubt Gegner, finde ich gut. Möglichst viel Crowd Control, immer wichtig, meiner Meinung nach. So, die machen jetzt hier den Boss. Das ist natürlich unschön. Das Camp, meine ich. Und danach bestimmt den Boss. Zwei Leute von uns down. Und Sylvanas versucht hier alleine die Tower zu machen. Okay, Rainer ist unten. Jaina habe ich gerade in der Mitte gesehen von den Gegnern. Ah, es ist nicht gut, ne? Das ist echt nicht gut. Ah, das ist echt nicht gut hier. Das ist echt nicht cool. Und die Mates, was machen die? Die sind zu viert in der Mittellane. Frage ich mich auch warum, ne? Versteht kein Mensch. Boah, Tribut, Tribut. Nein! Walla ist mir aus dem Stun gesprungen. Natürlich ärgerlich. Ja komm, schmeißen wir mal Ultimate. Wow. Schade. Kriegen wir wohl nicht mehr. Ich glaube, das Tribut hat keiner eingesammelt, oder? Oder haben das die Gegner eingesammelt? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Leute, haut ab hier. Das war nur, um euch zu retten. Ihr greedy guys. Knochen brechen. Na, zwei sind auf jeden Fall down. Die warten noch auf Release. So. Okay, wir haben hier Sylvanas. Ah. Uncool. Hopp. Hoppsa. Walla, was los? Was los? Okay, wollen den Boss holen. Ach, schade. Da versuchen wir mal. Obwohl, die schaffen das auch ohne mich, ne? Dann nehmen wir mal hier das Auge ein. The Watchtower. Wer holt sich Tribut? Hier direkt. Wunderbar. Da können wir mal kurz hinpingen für die Mates. Ja, ja, ist ja gut. Nicht übertreiben. Die immer so ausrasten mit der Pingerei, ne? Da versteht kein Mensch. Ah, das klappt doch alles ganz gut. Hier ist Jaina.
will uns auf den Sack gehen, aber die klatschen wir jetzt kaputt. Schön gestunt und abgeholt. So, jetzt müssen wir hier das Eisvieh noch kaputt machen. Da oben am Tribut ist kein Gegner dran. Auch gut. Eingesammelt und ab dafür. Komm hier, Reckstein noch. Herzchen, Herzchen geholt. So, die anderen Gegner scheinen alle in der Mitte zu sein. Der eine Rainer hier, der ist schon fast hinüber. Den können wir vielleicht... Ja, den können wir holen. Illidan war ein bisschen schneller, sonst wäre ich hingesprungen. Hätten gestunt vielleicht. Na, Stun drauf. Schön, das klappt doch alles wunderbar. Können wir nochmal einen guten Job raushauen. Da freuen sie sich alle in Ass. Oh, geil, ich habe einen guten Job gemacht. So. Den anderen Tower können wir direkt auch noch hier kaputt matschen, solange die beiden noch tot sind. So, und weg. Boah, das hat richtig gut geklappt mit dem Stun. In Kombination mit, ne? Habt ihr gesehen? War cool. War cool. Gegner fast alle down. Die Gelegenheit sollten wir nutzen. Wir sind zuerst Level 20, 15. Minute. Haben die meisten Tower eingerissen. Bei uns steht noch alles, so ziemlich. Haben jetzt das Ding aktiviert. Und ich denke mal, jetzt können wir gleich das GG nach Hause holen, ne? Zwei sind noch tot. Schauen wir mal kurz in die Stats rein. 14-4, dies, das. So, ich muss mich jetzt aber erstmal hier, erstmal mich hier spielen, ne? Leute, where are the mates? Das war nicht gut. Das war echt nicht gut. Von uns allen nicht. Von mir auch nicht. Das war auch von mir blöd gespielt. Schauen wir mal. 14-5. Ich bin echt häufig gestorben. Jaina auch 7-mal. Rainer auch 5-mal. Also im Prinzip 23-22 Kills. Das hat jetzt zumindest killtechnisch den Ausgleich geholt für die Gegner. Was Gebäude angeht. Hier Tower ist, ne? Da sind wir immer noch vorne. Das ist gut. Also trotz allem sind wir noch in Führung, ne? So ist es nicht. Oh, die holen jetzt hier natürlich die Camps ohne Ende, das ist klar. Da pingen sie schon wieder wie wahnsinnig. Nee, ist hier leicht verstopft. Sorry, sorry. So, gleich spawnen wir aber. Sieht man aber hier. Ja, die haben den Boss geholt. Deswegen sollten wir hier auch... zumindest das Camp hier holen, da haben sie schon recht. Bevor hier gleich alles vorbei ist. Und den Boss sollten wir kaputt machen, meiner Meinung nach. Wie ist der denn jetzt gestorben, Mann? Und wo? Keine Ahnung. So, Boss down. Und jetzt in die Mitte. Die müssten wir eigentlich kaputt machen, aber es ist schon wieder ein 5 gegen 4, ne? Das ist schwierig. Leider kann ich mit denen jetzt nicht reden, aber das ist schwierig. 5 gegen 4, ne? Ja, Illidan wundert sich, aber ehrlich gesagt war das mehr oder weniger klar, denn die waren in Überzahl, ne? Jetzt können wir vielleicht nochmal hier mit viel Glück, aber das wollen die natürlich auch nicht, ne? Das wollen die auch verhindern.
Ja, ja, Boss machen ist eine saubere Sache. Vielleicht sind die Gegner sogar hier und wollen den Boss machen. Das finden wir jetzt heraus. Ne, sind's nicht. Aber wir können das ruhig hier machen. Natürlich immer blöd, so eine Situation, wenn die Gegner dann in dem Moment hinten rein adden, ne? Deswegen sollte man das eigentlich vermeiden, den Boss zu machen, wenn noch alle Gegner leben oder fast alle. Also da muss man schon mindestens 2-3 down haben, meiner Meinung nach, um sicher den Boss machen zu können. Weil die warten ja nur auf solche Gelegenheiten, wo sie einen dann holen können von hinten. So, jetzt müssten wir hier, nämlich das wäre jetzt wieder eine Gelegenheit gewesen, die haben wir aber verpasst. So, und jetzt werden wir hier original abgeholt. Ja, der Slow ist auch einfach zu krass. Versuche noch zu stunnen, aber... Ja, Illidan geht jetzt ein bisschen Kamikaze-mäßig rein hier. Oh, das gibt's doch nicht. Sylvanas kommt noch weg, oder was? Ey, dieser Perma-Slow. Alter, Junge. Ist das das blöde Vieh hier, oder was? Junge, Junge, Junge. Sind unsere Leute jetzt down? Nee. Boah, alle drei an Illidan dran. Ja, sorry Illidan, aber das war too much. Hier könnt ihr nochmal vielleicht ein bisschen was versuchen. Hier, Rekits vom Rudel getrennt. Druff, druff, druff. Sehr schön. Aber was hat das gebracht? Nur unser Rainer ist draufgegangen. Ah, ärgerlich. Letzte, der noch lebt, ist Valla. Und die hätte ich gerade fast gekriegt. Da. Rainer anscheinend aus dem Spiel geflogen. Ja, die Zeit sollten wir jetzt nicht allzu krass verstreichen lassen, ne? Mann, der hatte nix mehr. Darf echt nicht wahr sein. Gar nichts mehr hatte der. Gar nichts mehr hatte der. Ihr habt's gesehen. Hey. Bin ich zu greedy oder was? Ich bin doch nicht zu greedy, oder? Den Valla hätte ich doch locker noch abholen können. Da waren wieder zu viele Möpse und dann Jaina und irgendwie bin ich die ganze Zeit im Slow. Ja, ich bin froh, wenn ich mit dem kleinen Zwerg die neuen Fähigkeiten habe, dann muss ich hier nicht, dann habe ich auch mal eine Auswahl. Tribut. Ja, Jaina, einmal reicht. Immer dieses Übertriebene. Unser Rainer möchte hier vorne ein bisschen Druck auf die Zitadelle machen, aber ich bin ganz ehrlich, wenn er so weitermacht. Obwohl! Okay. Hat sich der Rainer einfach gedacht: Ach, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr, ich mache das jetzt hier fertig. Ja, schön gespielt. Hatte ich mal gute Randoms dabei. Und zumindest in der Lean Alone in Heroes of the Storm nach wie vor umgeschlagen. Bum, bum, bum. Mit einem Ratsch Level 4. Und hier sämtliche Sachen bekommen. Stimpack ziemlich krass auf jeden Fall. 800 Gold, extrem viel XP. Hier nochmal die Statistik für euch. Ah, ich bin ein bisschen häufig gestorben, aber wie gesagt, mit dem Zwerg ist es auch relativ schwer, aus so einer Party wieder rauszukommen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Tschüss!